uns heute etwas zu den Anwendungen des Vektorproduktes. Ja, Vivien, sehr nett. Zu dieser Problematik, also Anwendung des Vektorproduktes. Wir können mit Hilfe des Vektorproduktes den Flächeninhalt eines Parallelogrammes im dreidimensionalen Raum berechnen. Dazu habe ich mal eine Skizze entwickeln lassen. Das Vektorprodukt wird ja angegeben mit A kreuz B, Leonardo, A kreuz B. Und dieser Vektor, der hier rot eingezeichnet ist, steht senkrecht zu den Vektoren B und A, die, wie gesagt, ein Parallelogramm aufspannen. Könnte ich mal so angeben, das ist ein bisschen nochmals, das wird hier so aufgespannt. Für den Flächeninhalt des von den Vektoren A und B im Raum aufgespannten Parallelogrammes gilt nun, dass der Flächeninhalt A gleich A kreuz B ist und dieses Kreuzprodukt oder Vektorprodukt lässt sich auch darstellen, Betrag von A mal den Betrag von B mal den Sinus des Winkels Gamma. Das soll nun bewiesen werden und wir gehen deshalb aus von der Flächenformel eines Parallelogrammes. Diese Flächenformel eines Parallelogrammes, Vivien, ergibt sich ja Grundlinie mal höher, also A gleich G mal A. Jetzt setze ich A gleich Vektor A, das ist dann hier dieser Vektor A, mal der Höhe H. Da habe ich die zweite Skizze angegeben, wieder die beiden Vektoren, der Winkel Gamma, der von den beiden Vektoren eingeschlossen wird. Und wir projizieren hier die Höhe. Dann kann ich doch für die Höhe angeben, H ist B, der Vektor, Betrag davon, mal Sinus Gamma. So, nun ist, wenn ich für die Höhe das einsetze, ist also A gleich Betrag von A mal der Höhe. Das ist wieder Betrag der Vektoren AB und jetzt mal den Sinus von Gamma. Das war das hier dafür eingesetzt. So, nun bleibt zu zeigen, dass das Vektorprodukt gleich dem ist, also Betrag von A mal Betrag von B mal Sinus von Gamma. Und hierzu betrachten wir das Produkt, in dem Falle Kamera hier nach oben, Vektor A kreuz Vektor B zum Betrag, das kann ich auch so schreiben, ohne Beträge. Und den Beweis, Mädels, den sehen wir uns dann an auf dem folgenden Foto, das wir hier gleich schauen werden. Wir sind schon fast 2 Jahre hier, doch schon überall bekannt. Man sieht uns schon von Weitem mit unserer goldig-braunen Wand. Meistens haben wir Fächer wie Englisch, Deutsch und Sport. Diese vielen Stunden reißt der Selbstmord. Wir haben viele Regeln, manche halten sie nicht ein. Keine Handys nicht zum Kauen und keinem auf die Fresse hauen. Harzen in der Schule, auch das ist nicht erlaubt. Verstößt man gegen Regeln, fliegt man hoch dann raus. Die Schule steht im Nirgendwo, mitten drin im Feld. Doch alles gut.